Liebe Donaukurier-Leser, liebe Zuschauer, früher hat man ja sein Geld einfach aufs Sparbuch gebracht und gemeint, gut ist es. Heute sind die Anlagemöglichkeiten viel komplizierter und man kann auch viel mehr falsch machen. Bei mir ist heute Wolfgang Köbler. Grüß Sie Gott. Guten Tag. Herr Köbler, was sind denn so die schlimmsten Fehler, die man machen kann bei der Geldanlage? Die schlimmsten Fehler kann man aus unserer Sicht, aus der Sicht eines Vermögensverwalters, in zwei Kategorien einteilen. Das eine ist eine maßlose Selbstüberschätzung vieler Anleger, was die Risikotragfähigkeit anbelangt. Und der andere Fehler, den wir einfach ganz häufig feststellen, ist eine völlig falsche Produktauswahl. Eine Selbstüberschätzung beim Risiko, wie schaut das aus? Ja, darunter versteht man im Grunde, dass der Anleger sich selbst in einer anderen Risikoklasse sieht, als sein Depot es widerspiegelt. Konkretes Beispiel: Viele Anleger meinen eben, ein höheres Risiko vertragen zu können, mehr wegen 10-15% Schwankung. Wenn es dann aber soweit ist, dann gehen vielen Anlegern die Nerven durch. Und was machen Sie dann? Tja, dann ist Beratungsbedarf notwendig. Da muss man eben sich sehr viel Zeit nehmen. Wobei bei uns solche Dinge nicht vorkommen, weil wir, was das Thema Risikotragfähigkeit anbelangt, ganz, ganz ausführlich, auch anhand von Beispielen, sehr intensiv vor einem neuen Beratungsmandat in die Analyse gehen. Und eine falsche Produktauswahl, wie schaut das aus? Ja, eine falsche Produktauswahl findet im Grunde dann statt, wenn man in Depots erkennt, dass sehr, sehr viele Klumpenrisiken da sind. Zum einen stellen wir natürlich fest, dass viele Depots wahnsinnig deutschlandlastig sind, also Werte, die man kennt, die der Anleger auch täglich in der Zeitung liest, und damit auch Dinge entstehen, die dem Anleger vom Risiko her eigentlich gar nicht so sehr bewusst sind. Und was kann ich denn jetzt machen, wenn ich feststelle, ich habe was Falsches im Depot? Ja, wenn was Falsches im Depot ist, dann muss man eben für sich überlegen, bleibt meine Strategie so, wie ich es einst mal meinte, festzulegen, oder man muss ganz brutal sagen, okay, ich ziehe die Reißleine, und da gehört natürlich sehr viel Mut dazu. Also Mut braucht man als Anleger? Mut, was noch? Mut brauchen Sie? Nee, Sie müssen vor zwei Dinge vorsichtig sein als Anleger: Angst und Gier. Die beiden Attribute beherrschen eigentlich die tägliche Geldanlage. Psychologie an der Börse ist was ganz, ganz Wichtiges. Das hat man ja auch in den letzten Jahren immer wieder leider erkennen müssen. Und wenn der Anleger es aber schafft, diese beiden Attribute einigermaßen in den Griff zu bekommen, nämlich bei seiner Strategie zu bleiben, die an Nuancen nur zu verändern, und sich dabei einen Coach nimmt, nämlich den eines professionellen Vermögensverwalters, dann kann er auch zu seinem Ziel gelangen. Wenn er cool bleibt. Muss er sein, klar. Vielen Dank. Bitteschön.